Dazu läuft. Die Frauen schon. Das habe ich gehört. So, meine Damen, meine Herren, wir sind hier im Verein Bürger für Bürger. Die kennen Sie. Um Waffengleichheit herzustellen, möchte ich ganz kurz vorstellen, wer wir sind. Herr Jakubik, Herr Tarach und mein Name ist Sieber von der Firma Dresdner Kühlanlagenbau. Wie es der Name schon sagt, eine Firma mit Stammsitz in Dresden. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Herr Tarach ist verantwortlich für diese Region als Geschäftsführer. Herr Jakubik ist der Leiter des Servicebereiches hier in Ratingen, der sich um Kundendienstaufgaben kümmert, und ich bin der Chef des Gesamtunternehmens. Wenn man vorhat, etwas zu spenden, dann denkt man natürlich immer etwas nach, wo will man hingehen. Also Sie wissen, dass jeden Tag kommt eine neue Anfrage, kommt ein neuer Wunsch und man kann es nicht alles bedienen. Und wir haben uns nach einer Diskussion unter unseren Kollegen entschieden, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, einsetzen wollen. Zum einen für Menschen, die sich nicht selber helfen können, die einfach am Rande der Gesellschaft finanziell stehen und die durch die Gesellschaft keine Hilfe bekommen können. Und zum Zweiten, und das war uns auch sehr wichtig, wollten wir denen helfen, die als Bürger freiwillig, ehrenamtlich ihr Engagement zeigen. Und die es ja oft angesichts knapper Kassen schwer haben. Und ich kann mir vorstellen, wie schwierig das oft ist, wenn mal wieder die staatlichen Budgets vergeben werden. Und es ist wieder jedes Jahr etwas weniger. Und wir glauben, dass wir vielleicht mit dieser Spende die Menschen in die Hand bekommen, die selber etwas bewegen wollen, denen auch ein bisschen Optimismus geben und denen zeigen, dass die Gesellschaft diese Arbeit anerkennt und wertschätzt. Bürger für Bürger entspricht, denke ich, zu 100% diesem Anliegen, dieser Situation, und insofern sind wir genau richtig hier. Und wenn es noch irgendeinen Zweifel gegeben hätte, dann hätte das Leben, was wir hier rundherum sehen, und ich habe das auch gesehen, als ich hier vor dem Haus gewartet habe, doch ganz genau gezeigt, wie wichtig diese Arbeit ist. Nun steht vielleicht die Frage, warum kommt eine Dresdner Firma nach Duisburg? Zunächst muss ich sagen, unsere Dresdner Tafel hat schon mehrere Kühlzellen, die ist also schon sehr gut ausgestattet von uns. Die brauchen im Augenblick nichts weiter. Wir haben da schon Fahrzeuge und Ähnliches hingegeben. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir sind deutschlandweit aktiv. Wir agieren nicht nur in den neuen Bundesländern, nicht nur in Dresden, sondern wir sind an über 25 Standorten. Und es war dann einfach an der Zeit, auch an anderen Standorten etwas zu tun. Wir haben es im Hause diskutiert und haben ein Angebot gemacht für unsere Kollegen hier in den Büros. Und Duisburg ist einfach deswegen entstanden, weil die beiden Herren, Herr Jakubik und Herr Tarach, sich engagiert dafür eingesetzt haben und sagt, wir möchten es haben. Und dann stand die Aufgabe, sucht euch einen passenden Partner. Und als sie den auch noch hatten, dann war die Entscheidung gefallen. Und deswegen ist jetzt hier in Duisburg von einem Dresdner Kühlanlagenbau eine Kühlzelle aufgestellt worden, die, wie Sie es an der Größe sehen, denke ich, einen erheblichen Wert verkörpert. Und wie ich gesehen habe, Sie haben sie ja schon in wenigen Tagen gefüllt, auch für Sie einen hohen Nutzen hat. Wir vollziehen heute den letzten Akt. Sie ist ja schon vor einiger Zeit hierher gekommen. Erst mit der Lieferung der Kälteanlage und der Inbetriebnahme haben Sie wirklich Nutzen davon. Das möchten wir heute mit der offiziellen Übergabe an den Verein beenden. So eine Kühlzelle ist ja eine kalte Sache. Wir haben noch etwas dazugelegt, Herr Tarach, Sie haben es jetzt vor sich liegen. Wir dachten, dieser kleine kuschelige Eisbär als unser Maskottchen sollte hier in Ihrem Verein stehen und den Dresdner Kühlanlagenbau dann repräsentieren, wenn wir nicht da sind. Ich wünsche Ihnen mit dieser Kühlzelle viel Freude. Wir haben sie ordentlich gebaut. Das heißt, wir sind ziemlich sicher, dass sie niemals ausfallen wird. Aber Herr Tarach hat Ihnen noch ein Angebot zu machen. Und Herr Jakubik, der hier gleich um die Ecke arbeitet, wenn es tatsächlich etwas sein sollte, wir möchten es also nicht mit der Lieferung dieser Kühlzelle hier bewenden lassen. Herr Tarach. Ja, unser Angebot ist jetzt letzten Endes für das nächste Jahr die Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Kälteanlage zu übernehmen.
Und ich sag mal so, jetzt haben wir uns heute kennengelernt. Der Herr Jakubik, Sie, wir uns. Und ich denke, das sollte man einfach so fortsetzen. Also wäre unser, sag ich mal, Geschenk für 2012 noch oben drauf oder Spende 2012. Und wir haben eben halt direkte Ansprechpartner mit Herrn Jakubik und unseren Mitarbeitern hier vor Ort. Wir sind ungefähr mit 20 Mitarbeitern hier in der Region tätig. Und wohnt sogar einer in Duisburg. Und es wohnt einer in Duisburg. Wir haben also einen Mitarbeiter von unserem Standort Ratingen hier in Duisburg wohnen, der also auch kurzfristig schnell reagieren kann, gerade wegen der Tiefkühlware und weil es sich um Lebensmittel handelt, dass wir da Schäden vermeiden. Ich habe jetzt erfahren, dass diese Kühltruhe in Einzelteile hier hinein gebracht wurde. Wie lange brauchte man für den Aufbau? Das können die Kollegen hier sehr gut beantworten. Also, haben das eigentlich letztens innerhalb von maximal 2 Tagen fertig gehabt. Das war jetzt mal so halt. Aber zumindest nur die Kühltruhe, die Kälteanlage zu installieren, hat dann etwas länger gedauert. Mussten ja Rohre verlegt werden und die Kältetechnik selber installiert werden. Eben. Und wie viele Einzelteile? Ich würde es mal schätzen, dass wir da so 150 Einzelteile schon haben. Halt, so halt, ja. Jedes kleine Röhrchen. Und also ein LKW war voll. Halt, genau. 9 Riesenpaletten. Ja, das geht also schnell. Es ist so, es ist eigentlich ein Bausystem, wie man es von IKEA kennt, sage ich jetzt mal so. Man kann es nicht selber zusammenbauen. Nee, man braucht da hier auf jeden Fall, es ist aber alles aneinander gefügt halt. Man braucht da letztendlich nur Mitarbeiter, die das schnell beherrschen. Und es gibt so kleine Verschlüsse, schnell zu lösen. Ja. Sehr schön. Ja, ich darf mich dann als Geschäftsführer von Bürger für Bürger erstmal ganz herzlich bedanken, weil die Kühltruhe bedeutet für uns ungefähr einen Sechser in Lottung. Wir hatten 3-4 alte Kühltruhen, die alles Stromfresser waren und konnten natürlich auch die Lebensmittel spenden, die wir angeboten bekommen haben, gar nicht annehmen, weil die Kapazität nicht gegeben war. Und ich nenne das Ding unsere kleine Kernzentrale, die ist mittlerweile fast gerammelt voll. So dass wir also mit unserem. Wir können niemanden vorbeischicken, und wenn der Laden werden, den Lehrer ich rufe ihn gleich zurück, er kann alles haben. Wobei stehen wir? Ja, das Ding ist ein wirklicher Glückstreffer für uns und wie uns damals der Vertreter von der Firma angesprochen hat, konnten wir da gar nicht glauben, dass es wirklich mal Wahrheit werden könnte. Und dadurch, dass wir halt einer von vielen Kandidaten waren, haben wir gar nicht mehr damit gerechnet, weil es eben so viele Hilfebedürftige gibt und so viele Hilfsvereine. Und trotzdem haben wir dann den Zuschlag bekommen, also für uns und die knapp 5000, die hier jede Woche ihre Lebensmittel bekommen, weil wir in 9 Stadtteilen unterwegs sind. Also wir sind nicht nur hier zentral in Rheinhausen, wo eine tägliche Ausgabe ist, sondern fahren auch noch mit unseren Bussen in 9 andere Stadtteile, weil wir der Meinung sind, man muss die Menschen da versorgen, wo sie leben. Ist natürlich diese Tiefkühlgeschichte eine unheimlich wichtige, weil ich kann dann auch gefrorene Sachen mitnehmen, um den Leuten einfach zu sagen, Jungs, kommt gerade aus der Tiefkühle, müsst ihr in den nächsten 24 Stunden machen. Und ja, dass jetzt auch noch ein Jahr Wartung mit dabei kommt, richtig. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich für das Engagement von der Firma. Und wenn es bundesweit Schule machen wird, oder würde, wäre vielen Menschen geholfen, weil die offiziellen Stellen geben keine Gelder mehr. Unser Verein lebt wirklich nur von den symbolischen 2 Euro, die die Kunden bezahlen für die Lebensmittel. Es ist nicht eine hauptamtliche in diesem Verein, es wird keiner bezahlt. Und wenn dann eine Firma von der Größe wie die Dresdner Kühlanlagenbau solche Vereine mit unterstützt, ist uns natürlich riesig geholfen. Können Sie abschätzen, was die Stromkostenersparnis im Monat oder im Jahr ungefähr bedeuten könnte? Also wir haben das Ganze mal grob ausgerechnet. Wir sind ungefähr bei 12.000 Euro, was uns Strom im Jahr gekostet hat. Und wir kommen jetzt auf ungefähr 8. Also ein Drittel geht da garantiert runter. Ich bin ziemlich sicher, dass gegenüber dem, was Sie vorher haben, der Energieverbrauch mindestens halbiert wird, weil das sind
sehr, sehr aufwendige Anlagen in der Regelungs- und Steuerungstechnik. Angesichts der steigenden Energiepreise ist das natürlich auch wichtig, wenn man immer so etwas Und man muss natürlich auch den Nutzenfaktor, weil das ist ja jetzt was anderes als die Kühltränke vorher. Ich bin Platzbedarf. Ich bin jetzt natürlich kein Fachmann für Energiekosten. Ich habe ungefähr ein Drittel ausgerechnet, aber das ist bei 12.000, 4.000 ist natürlich schon ein irrer Betrag. Wenn es mehr wird, sind es wahrscheinlich nicht möglich. Nee, wirklich nicht. Der Strom wird ja die nächsten Jahre auch nicht unbedingt billiger. Ja, aber überhaupt, dass ich eben auch Firmen in diesem Umfeld dann auch mit um das Soziale kümmern. Das ist der wesentliche Punkt in der Geschichte. Ja, weil eigentlich hätten die das nicht notwendig und wenn der Auftrag hier nicht funktioniert, die werden das Ding auch anders los. Dann machst du es halt günstiger und verkaufst anstelle von Moskau nach, was weiß ich, Bulgarien und hast dann immer noch dein Geld drin. Aber dann zu sagen, nee, wir spenden dieses Ding an eine soziale Einrichtung, gerade in Duisburg, weil Duisburg hat nun mal riesige Probleme durch den Strukturwandel, fand ich eine tolle Geschichte, dass es hier gelandet ist. Wie groß ist die Anlage? Ich gehe mal mit dir rein. Ja, also das, ich weiß nicht, wie viel Volumen sie hat, Herr Tarach. Das habe ich jetzt momentan nicht im Blick, aber ich schätze mal, ja, schätzen. 6x6, ne? 6x6. Ja, und 2,50 hoch. Ja. Genau. Ja. Und davor hat er also ganz normale handelsübliche Kühltruhe. Ja. Die irgendwie ausrangiert waren, die wir halt auch gestiftet bekommen haben. Die Leute waren froh, dass die Energiefresse los waren. Wir waren froh, dass wir überhaupt was hatten, um was einzufrieren. Die technische Besonderheit ist, dass wir Tiefkühlung und Normalkühlung haben. Durch diese große Isolierstärke, die eigentlich für Tiefkühlung gemacht ist, ist der Energieverbrauch besonders niedrig. Und die Kühlräume sind relativ klein. Das entspricht ihren Bedürfnissen, weil sie ja nie so riesengroße Mengen von irgendeinem Produkt da unterbringen müssen, sondern das unterbringen müssen, was gerade kommt. Ja. Heißt das jetzt für Bürger, dass ihr die Lebensmittel dann jetzt auch länger halten könnt als vorher? Weil ihr musstet ja immer sofort zusehen, dass die Lebensmittel schnell an den Mann kommen, beziehungsweise an die Frau. Wir sind mit Lebensmitteln natürlich absolut grenzwertig, unterliegen aber demselben Lebensmittelgesetz wie ein Laden, der ganz frisch bestellt oder vom Großmarkt kauft. Wir kriegen aber letztendlich das, was in den Läden abgeschrieben ist, sprich Müll. Heißt also, ihr könnt euren... eurer Kundschaft, sage ich jetzt mal salopp gesagt, jetzt auch Tiefkühlkost anbieten, wenn diese denn... Die bekommen das auch. Ah, okay. Ja, weil es passiert schon mal, dass wir morgens um 6 Uhr angerufen werden, wenn die in den Laden gehen und denen ist eine Kühlanlage ausgefallen. Und dann dürfen die das nicht mehr verkaufen, das wird also alles sofort gesperrt. Und wenn das noch nicht angetaut ist, was meistens der Fall ist, dann kann das also in Boxen hier rüber transportiert werden und sofort eingelagert werden. Und andere Produkte, die im frischen Regal sind, kann man dann einfrieren, beziehungsweise halt sofort rausgeben. Dann gibt es halt Sonderausgaben, wo die Leute dann auch einfach anstelle von 2 Joghurts dann 10 Stück trinken. Aber das Produkt muss nicht weggeworfen werden, sondern kann dann an die Bedürftigen abgegeben werden. Also es bietet ganz andere Arbeitsmöglichkeiten, weil du nicht unter dem Zeitdruck stehst, die Ware jetzt sofort abgeben zu müssen, weil sie sonst verfällt oder schlecht wird. Und das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil. Also sie wissen nie, wie viele Spenden sie bekommen an Lebensmitteln und sie wissen nie, wie viele Kunden kommen. Also eine Lebensmittelausgabe ist ein ständiger Poker. Und es sollte natürlich so sein, dass der Letzte auch noch fast dieselbe Ware bekommt wie der Erste. Und das gelingt bei uns relativ gut. Und sie hat keinen, der weggeht und hat nichts bekommen. Gibt's nicht. Und wenn, dann habe ich immer noch ein Tiefkühlhaus, wo ich reingehen kann und sage, dann kriegst du halt einen gefrorenen Brocken. Ja, wenn ich ihn frisch nicht mehr habe, dann kann man ihn gefroren immer noch ausgeben. Also das Ding ist eine wesentliche Arbeits- und Geldersparnis. Und jetzt ist der Eis bei mir. Jetzt ist der Eis bei mir. Ich übergebe ihn jetzt mal. Warte. Seid mal nicht egoistisch.
ja, wir haben jetzt gewissermaßen unseren ständigen Vertreter bei den Bürgern für Bürger. Genau. Unseren sein. Obwohl der passt. Okay. Ist der tote Knut. Das darf nur nicht mein Hund sehen, weil sonst ist der Eisbär tot. Nur die Licht da hinten. Wir hatten unseren Eisbären schon vor Knut, müssen wir sagen. Ja, der arme Kerl. Das ist, wenn du so schnell berühmt wirst. Die meisten sterben hier. Jetzt wolltest du noch ein Auto. Genau, am besten von Ihnen. Ja.